Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten. Deutschland gegen Frankreich, Brasilien gegen Belgien. In Parchim wird eine Mini-WM gespielt. Ob es die Jungs von Jürgen Löw diesmal bis ins Finale schaffen, steht noch offen. Hauptsache, eine Menge Spaß ist dabei. 3 Tage lang durften die kleinen Kicker aus der Region beim AOK Free Kick Camp mitmachen. Das neue Sportprojekt für Kinder und Jugendliche hat die AOK Nordost 2018 gestartet. Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern sind die beteiligten Länder. 3 Camps pro Bundesland stehen den Kindern zur Verfügung. Wir haben uns schon Standorte ausgesucht, die, sag ich mal, nicht unbedingt Ballungsräume sind wie Schwerin, Rostock, Neubrandenburg, sondern wir sind mal in die Region gegangen, die letztendlich nicht so frequentiert sind, weil wir einfach auch Kinder erreichen wollen, die vielleicht nicht in großen Städten wohnen, wo diese Camps dann auch regelmäßig und oft angeboten werden. Ob auf dem Rasen oder in der Halle, seit vielen Jahren engagiert sich die Gesundheitskasse in Bereichen Sport, Bewegung und Prävention. Der Nachwuchs steht dabei immer im Mittelpunkt. Die Vereine vor Ort machen gerne mit, wie hier in Westmecklenburg der SC Parchim. 3 erfahrene Trainer begleiten die jungen Fußballer durch 3 spannende Tage im Camp. Neben den sportlichen Fähigkeiten wird auch der Teamgeist und ein kreatives Miteinander gefördert. Denn der Alltag von diesen Kids jenseits des Fußballfeldes ist ganz anders als einfach. Wir wollen Kinder aus sozial benachteiligten Familien auch gerne mit dabei haben. Wir haben auch gehandicapte Kinder dabei und Kinder, die förderbedürftig sind, sodass wir eine große Gruppe haben, wo sich die Kinder miteinander verstehen sollen und müssen, wo sie aufeinander eingehen müssen, wo sie auch sehen, dass alle irgendwo gleich sind und uns der Fußball irgendwo auch verbindet. 3 Tage Fußball, 3 Tage Spaß. Ein Mini-Urlaub, sogar mit einer Mini-WM drin. Neben den schönen Erinnerungen werden die Kinder auch eine komplette Kicker-Ausstattung von Adidas mit nach Hause nehmen. Diese Leistung, neben einer kostenlosen Teilnahme am Free Kick Camp, gehört zum Konzept der AOK Nordost. 30 Kids sind natürlich längst nicht alle, die an solchen Veranstaltungen teilnehmen könnten. Der Bedarf bleibt immer noch groß. Schon jetzt wird deshalb bei der Gesundheitskasse intensiv über die Free Kick Camps 2019 diskutiert. Für mich als Leiter der Fußballcamps war es eine tolle Geschichte, ein toller Erfolg. Hat Spaß gemacht. Wir haben unheimlich positives Feedback bekommen von Kindern, von den Eltern. Das sieht man ja auch hier an den lachenden Gesichtern der Kinder. Und ich hoffe und gehe davon aus, dass wir natürlich auch im nächsten Jahr wieder mit den AOK Free Kick Camps an den Start gehen hier im MV. Schafft es nun Deutschland diesmal wirklich ins Finale? Das Rätsel wird an dieser Stelle nicht gelöst. Wer richtig neugierig ist, sollte sich einfach im nächsten Jahr bewerben. Und vielleicht gelingt es dabei dem einen oder anderen Nachwuchsstar, das entscheidende Tor zu schießen. Lokalsport aus Parchim wird Ihnen präsentiert von den städtischen Unternehmen der SWP Stadtwerke Parchim GmbH, Vertraute Energie, und der Wobau Parchim GmbH. Zu Hause ist es am schönsten.